du hast tolle Ideen, du arbeitest viel an deinem Unternehmen, du bringst viel auf den Weg und trotzdem in der Größenordnung, wie dein Unternehmen ist, brauchst du Mitarbeiter und bist auf die angewiesen. Und du brauchst gute Mitarbeiter, die diese Message, dieses Verständnis, diese Identifikation leben, weitertragen. Wie machst du das? Welche Bedeutung haben deine Mitarbeiter für den Verkauf, für den Service, für alles? Schulst du deine Mitarbeiter speziell? Wie gehst du damit um? Du hast es schon erwähnt, dass du ihnen sehr viel bietest, aber es ist nur ein Teil. Es ist immer diese Vergütung, auf welcher Ebene auch immer. Aber es geht ja letztendlich um Motivation, um Innovationen, die auch Mitarbeiter entwickeln und mittragen und um Identifikation. Ja, also einmal, das ist natürlich nicht einfach, weil jeder Mitarbeiter tickt ja auch anders und jeder braucht auch andere Parameter, ja. Also früher habe ich immer versucht, alle in eine Form zu pressen, ja. Und dann so, ist doch klar, dass ihr das so machen müsst, ja. Also heute weiß ich schon eher, derjenige braucht da das mehr, diejenige braucht das mehr. Also das habe ich schon mit drinne. Grundsätzlich kannst du es natürlich auch nicht allen recht machen, weil du musst halt, finde ich, sehen, dass man eine gute Basis bekommt. Und für mich sind natürlich so Punkte, meine Mitarbeiter kennen halt dieses alte System. Der Chef ist immer 100% da oder als Selbstständiger 120%, ja. Und ich bin nicht so stark greifbar, weil ich nicht so viele Tage in meinem Unternehmen bin. Das heißt, das müssen die natürlich auch mitlernen, ja, und damit umzugehen. Ich glaube einfach, wichtig ist das Thema Wertschätzung, was immer zu kurz kommt. Also du darfst es natürlich nicht inflationär verwenden, aber es kommt definitiv zu kurz. Ich versuche halt immer, wenn jemand eine gute Arbeit gemacht hat, eigentlich hat er seinen Job erfüllt, jetzt nicht brutal sensationell, sondern einfach ein schönes Ergebnis, ja, dann mache ich mir einen kleinen Reminder. Und hol halt mal so einen 30-Euro-Gutschein für Zara oder H&M oder Amazon und sag, ey, hast gestern echt, finde ich, eine ganz, ganz tolle Dienstleistung gemacht. Deine Kundin war happy. Hier hast du eine kleine Aufmerksamkeit, ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das erkennt, ja. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, oder das war mir halt auch ganz wichtig, in der Corona-Phase haben wir kein Kurzarbeitergeld gezahlt, sondern alle Mitarbeiter haben 100% Löhne bekommen bei beiden Lockdowns. Weil einmal finde ich, wir sind ein Qualitätsunternehmen. Ich finde, Qualitätsunternehmen und Kurzarbeit passt einfach nicht zusammen. Ja. Plus, du hast eine Welt, die komplett aus dem Anker gerissen wird. So, und dann finde ich, ist es meine Aufgabe als Unternehmer, Stabilität und Sicherheit zu geben. Und wir hatten das erste Meeting. Beim ersten Mal wusstest du ja nicht, was passiert. Ja, habe ich gesagt, Mädels, also wir sind 9 Monate, seid ihr sicher? Ihr kriegt 9 Monate Gehälter, volles Programm, müsst euch keine Sorgen machen. Wenn wir Kurzarbeitergeld bekommen, sind wir über ein Jahr safe, komplett ohne Einnahmen. Also ihr könnt, geht nach Hause, entspannt euch, genießt die Zeit, ja, ihr habt keinerlei Einschränkungen, ja, denkt dran, wenn es wieder losgeht, müssen wir mehr arbeiten, ja, aber das war für mich eine wichtige Aufgabe, dass ich auch ruhig schlafen konnte oder kann, weil ich einfach für meine Mitarbeiter alles gegeben habe und auch im Umkehrschluss kam das natürlich auch schon auch sehr, sehr gut an bei unseren Kunden. War jetzt nicht mein Hauptkalkül, dass halt die Kunden sagen, ja, hey, super Chef, sondern wirklich, dass du dieses Sicherheit in unserer kleinen Welt, die wir geschaffen haben, einfach dein Personal geben kannst, das ist super wichtig für mich. Und das spricht sich auch rum. Und somit hast du natürlich auch ein Image als Arbeitgebermarke. Ja, und wenn du dann noch Social Media nutzt, also wir machen halt sehr viel Mitarbeitersuche über Instagram und Facebook geht so, weil es nicht so mein Medium ist. Aber TikTok zum Beispiel. Ich bin seit 4 Jahren auf TikTok, um Azubis vorzubereiten, weil die sind jetzt 12, 13, 14. Und wenn die nachher die Wahl haben, drei gute Geschäfte und einer ist halt auf der Plattform, wo sie unterwegs sind, dann hast du die jungen Leute. Gell? Ja. Klasse, Tim, weil das ist ein weiteres unglaublich wichtiges Tool. Dieses Thema Mitarbeiter betrifft uns fast in jedem Interview, natürlich in der Realität. Und letztendlich glaube ich,
man muss eine eben Arbeitgebermarke, wie du es genannt hast, aufbauen. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, ein Unternehmer muss sich sozusagen beim Arbeitnehmer auch bewerben können, nämlich interessant zu sein. Und dann, glaube ich, kann man auch wieder gute Mitarbeiter gewinnen.